Heute stehe ich nochmals vor einer Kreuzwegstation. Der Kreuzweg in den katholischen Kirchen zeichnet den Weg, den Jesus mit dem Kreuz gegangen ist, nach. Er besteht in der Regel aus 14 Stationen und die Stationen 3, 7 und 9 zeigen Jesus, wie er unter dem Kreuz zusammenbricht. Er schleppt dieses Kreuz den Weg zur Kreuzigungsstätte. Viele Menschen schauen zu. Was geht in diesen Menschen wohl vor? Manche werden ihn bemitleiden. Manche werden denken, dem geschieht Recht. Manche werden denken, was geht das mich an? Die Denkweisen werden sicher differenziert sein. Der Kreuzweg soll uns heutige Menschen nachdenklich machen. Darum wird er auch von verschiedenen Menschen in den Kirchen nachgegangen. Teilweise nicht nur gedanklich, sondern sogar in Bewegung. Es gibt Kreuzwegandachten und auch Impulse zu diesen Kreuzwegstationen. Bleiben wir mal bei dieser Kreuzwegstation. Jesus bricht zusammen unter dem Kreuz. Wo erleben wir heute Menschen, die zusammenbrechen? Was geht da in uns vor? Ein Star im Fernsehen verkommt im Drogen- und Alkoholsumpf. Was geht da in uns vor? Der hat es verdient, das geschieht ihm recht, ist mir doch egal. Oder ein Politiker macht unbequeme Äußerungen. Was geht da in uns vor? Typisch diese Partei, der war doch immer schon komisch. Diese Typen sind doch alle machtgierig. Weiter, in der Kirche gibt es sündige Priester und Angestellte. Was geht da in uns vor? Häme, typisch diese Kirche, schafft doch die Kirche ab. Drei Beispiele willkürlich ausgewählt. Es gibt unzählig viele Kreuze und Menschen, die darunter zusammenbrechen. Verdient oder unverdient. Vielleicht achten wir heute mal auf die Kreuze in unserer Welt und auf das, was in uns dabei vorgeht. Einen gesegneten Tag Ihnen allen, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.